Gut, jetzt hören wir was über Vektorteils von Johannes Westkamp, performante Übertragung von umfangreichen Vektordaten. Nicht ganz mehr so datenbanklastig wie eben, aber wird sicherlich auch interessant. Viel Spaß. Ja, dankeschön und hallo zusammen. Mein Name ist Johannes Westkamp. Ich komme von der Firma Terrestris und wie gerade schon anmoderiert, geht es um Vektorkacheln und wie man die performant übertragen kann und auch noch performant anzeigen kann. Ich nehme es gleich vorweg. Ich habe im Anschluss noch eine Live-Demonstration eingebaut mit einem eigenen Lösungsansatz, den stelle ich auch gleich vor, mit verschiedenen Softwarekomponenten. Und das, was ich in der Präsentation zeige, das ist, sind unter anderem auch die Vor- und Nachteile und die Probleme, die auftreten können. Die beziehen sich zum Teil auch auf meinen Lösungsansatz und gelten nicht generell. Ich werde das an den entsprechenden Stellen dann aber noch sagen. Und letzten Endes ist das, was ich Ihnen heute zeige, ein Fall aus Anwendersicht. Also ich habe die Software für mich installiert, genutzt und nach meinen Vorstellungen eben zum Einsatz gebracht. Ich bin kein Entwickler von den genannten Komponenten. Das nur schon mal vorweg. Genau, wie gesagt, ich bin Johannes Westkamp. Ich arbeite bei der Firma Terrestris in Bonn. Bin da seit 5 Jahren angestellt und hauptsächlich entwickle ich sowohl auf Frontend- und Backend-Seite. Und wir stellen unter anderem eben auch den globalen OSM-WMS-Dienst bereit auf unserer Seite, wo wir uns gleich auch die Demo mal angucken werden. Ja, Firma Terrestris, wie gesagt, ist hier auch mit dem Stand vertreten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie vorbeikommen. Da sollte jemand da sein. Ja, erstmal generell zum Prinzip Vektorkacheln. Was steckt dahinter? Warum soll ich eigentlich eine Kachelung benutzen für Vektoren? Der Hintergrund ist erstmal ähnlich wie bei gekachelten WMS. Es hat durchaus Vorteile, die Anzeige nicht in einer großen Bounding-Box sozusagen anzufragen und nachher anzuzeigen, sondern in kleinen Häppchen an den Browser auszuliefern. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich als auf der Client-Seite gleich einen Browser einsetze. Deswegen sage ich Browser. Das heißt, wenn ich meinen Bildinhalt in Kacheln ausliefer, dann bekomme ich auch eine schnellere Antwort vom Server, weil eben ein kleines Bild schneller übertragen ist als ein großes, habe ich gefühlt auf jeden Fall schon mal einen Performance-Gewinn, weil ich merke, da kommen Daten, da passiert was. Ganz generell, warum sollte man oder kann man jetzt drüber nachdenken, Vektorteils auch in WebGIS-Anwendungen zum Beispiel zu benutzen oder in Browsern? Das ist vor allen Dingen auch möglich durch gesteigerte Performance von den Clients, also sprich von meinem Desktop-Rechner zum Beispiel oder auch Handy. Die Geräte werden halt im Laufe der Zeit immer performanter und da Vektorteils in der Regel kein Styling enthalten und das Styling auf der Client-Seite stattfindet, ist da eben auch ein bisschen Performance vonnöten, wie wir gleich noch sehen werden. Aber wie gesagt, das wird immer besser handelbar und die Bibliotheken, die man auf der Client-Seite benutzt, die JavaScript-Bibliotheken, die werden auch immer besser und performanter und deshalb ist es generell inzwischen auch für größere Datenmengen möglich. Ich habe es gerade schon gesagt, das Styling findet auf der Client-Seite statt und das bringt auch den Vorteil mit sich, dass man in Bereichen wie zum Beispiel Beschriftungen häufig deutlich bessere Ergebnisse hat, als wenn die serverseitig gerendert werden. Auch dazu folgen noch Beispiele. Was auch schön ist bei Vektordaten im Client, jeder kennt es, hat es wahrscheinlich schon mal gesehen, man kann direkt mit den Objekten in der Karte interagieren, ohne zusätzliche Requests, die stattfinden, können Objekte abgefragt werden und somit hat man einfach auch mehr Spaß an der Bedienung der Karte. Ich stelle Ihnen dann jetzt mal kurz mein Setup vor, was ich eingerichtet habe, um Ihnen da ein Bild zu verschaffen. Auf der Serverseite kommt Postgres und PostGIS als Datenbank eben zum Einsatz. Die ganze Geschichte wird gefüttert mit einem OSM-Planet-File. Sprich, wir haben da den ganzen Planeten auch importiert mit Hilfe von Imposm 3. Ein wunderbares Tool zum Importieren von OSM-Daten, kann ich Ihnen wirklich schwer empfehlen. Es schafft das nur kurz am Rande bei uns auf unserer Maschine, den gesamten Planeten, der ungefähr inzwischen 25 Gigabyte groß ist, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, werden in knapp 3 Stunden importiert. Das sind Zahlen, da konnte man früher eigentlich nur von träumen.
Als weitere und wichtige Komponente steht dann anschließend hier Tilestash. Tilestash ist eine Software, die dazu in der Lage ist, Vektordaten in Kacheln zu konvertieren und in einen beliebigen Kachelformat auszugeben. Welche Kachelformate unterstützt werden, das zeige ich gleich. Aber das ist die entscheidende Softwarekomponente auf der Serverseite, um mir Vektorteils auszuliefern. Auf der Client-Seite kommt dann relativ wenig zum Einsatz. Ich benutze Open Layers zur Anzeige meiner Features in der Karte. In der Demo, die ich gleich zeige, ist noch Bootstrap, einfach nur für das Frontend-Design involviert. Und letzten Endes brauche ich halt einen Webbrowser, um mir meine Karte anzugucken. Das ist eigentlich selbsterklärend. Eigentlich werden auch alle gängigen Browser unterstützt, die eben Canvas-fähig sind. Dann nochmal generell zu den Vorteilen von Vektorteils und insgesamt der Darstellung von Vektoren im Vergleich zu zum Beispiel gekachelten WMS. Das ist die Darstellungsqualität. Ich habe es jetzt hier schwer überdramatisiert, was Sie sehen auf dem Bild. Was ich damit zeigen will, ist, es gibt bei Rastern häufig den Fall, dass man eben Pixelbildung hat, wenn man zum Beispiel einen Dienst gecached hat und die Auflösung, die man vom Client aus anfragt, trifft nicht genau den Cache, dann ist zum Beispiel ein Kartenserver, wenn er es denn überhaupt unterstützt, dazu genötigt, das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern und dadurch entstehen gerne mal unschöne Artefakte. Schriften werden nicht mehr leserlich oder werden stark vergrößert und verpixelt und da können eben auch Probleme entstehen an der Stelle. Anderer schöner Anwendungsfall ist zum Beispiel auch die Transformation von Vektordaten. Die kann natürlich dann auch, weil das Styling auf der Client-Seite stattfindet, anschließend auch wieder einwandfrei oder, sage ich mal, sehr sauber dargestellt werden, während man ein fertig gecachedes Bild anschließend nochmal in ein anderes Koordinatensystem transformiert, wird immer qualitativ leiden müssen, weil zum Beispiel schon irgendwelche Labels, Beschriftungen, Symbole entsprechend verzerrt werden und das sieht je nachdem nicht schön aus. Es gibt natürlich auch Probleme. Ich will jetzt hier auch nichts in den Himmel preisen. Ich will auf Vor- und Nachteile hinweisen. Gerade bei Vektoren ist es wichtig zu wissen, dass wenn man in Kacheln überträgt, dass Geometrien auch zerstört, sag ich mal, werden können. Also wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, ich habe ein sehr großes Polygon und das wird in eine Kachelstruktur zerlegt, dann wird es zwangsweise an den Grenzen zerschnitten, um es einfach in Form einer Kachel auszuliefern. Genau dieses Clipping, wie es genannt wird, das lässt sich allerdings auch steuern auf der Serverseite. Zum Beispiel mit dem Tilestash kann man das explizit sagen, ob man klippen möchte oder nicht. Und das muss man je nach Anwendungsfall auch geschickt wählen, weil es sehr häufig Sinn macht zu sagen, nein, Clipping möchte ich nicht. Meine Geometrien sollen erhalten bleiben, um zum Beispiel nachher noch vernünftige Aussagen treffen zu können. Sei es eine Flächenberechnung zum Beispiel eines Polygons oder die Länge einer Straße oder ähnliche Dinge. Ein anderes Problem mit dem Rendering auf der Client-Seite sind die Positionierung der Labels. Das zielt jetzt aber auch speziell auf die Benutzung von Open Layers ab. Open Layers 3 hat schon relativ gute Möglichkeiten, was das Styling betrifft. Es ist aber ziemlich schwierig, eine Überlappung von Beschriftungen zu vermeiden, weil man dazu auf der JavaScript-Seite feststellen muss, wie lang ist denn eine Beschriftung, wo wurde sie positioniert und das immer gegenprüfen muss gegen alle anderen Labels. Es ist nicht unmöglich, aber es ist nicht gerade einfach an der Stelle. Außerdem ist ein schöner Effekt, den Sie vielleicht kennen, dass Straßen manchmal, die in einer S-Form zum Beispiel geformt sind, dass der Straßenname auch genau dieser Form folgt. Das sind schöne Effekte, die können übliche Kartenserver problemlos, Geo-Server, Map-Server und so weiter. Das Ganze auf der Client-Seite hinzubekommen, ist auch nicht unmöglich, aber alles andere als trivial. Gerade im Canvas hat man grundsätzlich erstmal nur die Funktion, Beschriftung zu rotieren oder über einen Arc, also über einen Bogen, gekrümmt darzustellen, aber eben nicht entlang eines Verlaufs. Also man kann nicht ohne weiteres eine beliebige Form nehmen und daran eine Beschriftung lang laufen lassen. Das muss jetzt kein Problem sein, das ist nur das als Anmerkung hier.
Außerdem ist gleich der Ansatz, den ich vorstelle, muss man dazu wissen, dass die Implementation, wie OpenLayers 3 im Canvas rendert, die ist derzeit Blocking. Ich bin nicht ganz sicher, ob sich das noch ändern wird in Zukunft. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, im Canvas auch Non-Blocking zu arbeiten. Das hat dann zur Folge einfach, dass während mein Webbrowser nachher die Karte rendert, dass ich in der Zwischenzeit nicht in der Lage bin, mit der Karte weiter zu interagieren. Ist aber auch sehr abhängig von der Performance des Clients und wenn ich einen schnellen Rechner habe, bekomme ich da sogar in der Regel gar nichts von mit. Aber es bleibt auf jeden Fall festzuhalten, mein Client und seine Performance spielen eine wichtige Rolle, was die Reaktionszeit und das Feeling dann auf der Karte angeht. Hier nochmal kurz die Problemfelder in Bildern gefasst. Das Clipping, was ich gerade angesprochen habe, und da sieht man jetzt auch oben in dem großen Screenshot zum ersten Mal, das sind jetzt schon kleinseitig gerenderte Vektordaten und man kann sehr schön den Kachelverlauf erkennen. Das heißt, man erkennt wirklich die Kachelgrenzen und dass eben die Gebäude, die da dargestellt werden, dass diese eben zerschnitten sind. Und das ist eigentlich eine Sache, die man eigentlich nicht haben möchte. Und wie gesagt, da sollte man einfach eine Konfiguration im Tilestash wählen und Clipping an der Stelle einfach auf False setzen, was zur Folge hat, dass die Objekte auch über die Kachelgrenze hinaus vollständig noch geholt werden. Aber dadurch verschwinden, sage ich mal, diese Grenzen. Eine andere Möglichkeit ist aber auch zu sagen, doch, ich möchte Clipping, weil da sind Geometrien, die sind viel zu mächtig und die im Gesamten zu übertragen, würde mein Datentraffic wahnsinnig nach oben treiben. Dann kann man das machen. Und man könnte auch den User in der, sag ich mal, in der Meinung wägen, er hätte das Gesamtobjekt, indem man nämlich einfach diese Kachelgrenze, die hier ersichtlich ist, die kommt nur dadurch zustande, dass ich eine Outline gewählt habe für meine Gebäude. Das heißt, ich habe hier eine graue Fläche mit dunkelgrauer Outline. Wenn ich die Outline weglasse, sieht es für mich wie ein nahtloses Objekt aus, auch wenn es in Wirklichkeit doch geklippt und zerteilt ist. Es wäre eine Möglichkeit, mit Clipping zu arbeiten, ohne dass es optisch auffallen würde. Und hier unten noch zwei Screenshots für das, was ich gerade gesagt habe. Auf der linken Seite vom Geo-Server ein Label gekrümmt gerendert. Das ist mit den Bordmitteln von OpenLayers ohne weiteres nicht möglich. Ich habe auf der rechten Seite habe ich einen Ansatz gewählt, dass ich zumindest mich um die Rotation des Labels kümmere, also mein Label tatsächlich auch dem Straßenverlauf entspricht und nehme dazu ein gesamtes Straßensegment und suche mir da das längste Segment von raus, um das für das Labeling zu benutzen. Das Ganze natürlich nur dann, wenn auch genügend Platz dafür da ist. Ist für meiner Meinung nach ein guter Kompromiss bei relativ wenig Aufwand und führt auch zu guten Ergebnissen. Was gibt es für Formate, um Vektordaten von Server zu Client zu transportieren? Das sind einige, das zum Beispiel das MVT, Mapnik Vector Tiles Format. Es ist genau wie von Mapbox binär. CossackJSON war ein Ansatz, der schon vor einigen Jahren gestartet ist. Das ist ein Kachelformat, das ist GeoJSON ähnlich. Natürlich geht auch GeoJSON selber und eine weitere Möglichkeit ist auch TopoJSON, das viel von GeoJSON oder auf GeoJSON aufbaut, aber an einigen Stellen doch noch die Performance optimiert, indem es einige Sachen vereinfacht. Das kann ich Ihnen auch gleich mal kurz zeigen. Tilestash unterstützt mehrere Kachelformate, unter anderem eben TopoJSON, GeoJSON und auch Mapnik Vector Tiles. Hier ein flottes Beispiel für einen Request gegen Tilestash, um mir eine Kachel abzurufen, was Sie vielleicht oben sehen können. Ich gehe mal mit der die Maus folgt mir gar nicht. Man kann auf jeden Fall in der URL erkennen, dass da auch nach einem XYZ-Schema abgefragt wird. Und das ist ähnlich wie bei OpenStreetMap, die Kachelabfrage, nur eben hier im Format, nicht im Bildformat, sondern im TopoJSON-Format. Die Antwort ist eben JSON-artig. Mit dem Unterschied, dass hier die Geometrien nicht wie bei GeoJSON kann man denn hier scrollen? Machen wir es so. Nicht in ihrer vollen Güte, sage ich mal, geschrieben ist, also immer mit vollständigen Koordinaten, sondern hier, wie man erkennt, mit einem vereinfachten Satz von Koordinaten in einem lokalen Koordinatensystem. Das ist einfach zum Ziel, eine platzsparende Übertragung zu haben.
Wichtige Einstellungen auf der Serverseite für Performance sind auf jeden Fall Caching-Header setzen, dass die Kacheln, wenn sie erstmal beim Client angekommen sind, auch da verbleiben für eine beliebige Zeit. Gzip aktivieren, sehr wichtig, das können Sie bei Bildern nicht, die sind schon komprimiert, da hat es keinen Effekt. Aber bei TopoJSON zum Beispiel können Sie das Datenvolumen grob auf ein Drittel locker reduzieren, einfach nur durch Gzip im Server. Clipping, hatte ich gerade erwähnt, ist hier ein einfacher Parameter, true oder false. Auch sehr wichtig, um Datentraffic zu sparen, mit Simplify zu arbeiten, Simplifizierung von Geometrien. Ich muss es hier zeigen, Sie sehen das gar nicht, was ich markiere. Das ist hier der Parameter Simplify. Das sind einfache Konfigurationsparameter, mit denen man schon sehr viel erreichen kann. Und was auch wichtig ist, dass man eben, das ist jetzt also wie gesagt die Tiles-Konfiguration, dass man je nach Zoom-Level einen entsprechend vernünftigen Select auch macht. Also wirklich nur das selektiert, was einen interessiert und was überhaupt sinnvoll ist in einer Zoom-Stufe. Das heißt, nicht zu viele Daten aus der Datenbank abfragen, die nachher in meiner Ansicht überhaupt keinen Sinn machen, weil es einfach überlagert wird von der Menge an Objekten oder weil es keinen Sinn macht, einen Fußweg auf dem Maßstab 1:1 Million darzustellen. Da muss man sich halt ein bisschen Gedanken drüber machen, dass man eben seine Abfragen auch performant hat. Das gilt auch für die Client-Seite. Min- und Max-Scale sollte man sich überlegen, was man wählt. Die Stile sollten nicht allzu umfangreich sein. Und es gibt einen entscheidenden Trick, den sollten Sie sich auf jeden Fall merken, wenn Sie mit Open Layers und Vektoren arbeiten und das mit einer, sag ich mal, auch mit einer rauen Zahl an Vektoren, benutzen Sie ein Open Layers Image und die Open Layers Source Image Vektor. Ich sage Ihnen auch warum. Hier unten ist auch gleich ein Beispiel dazu. Das hat den Hintergrund, dass Open Layers Vektordaten in der Regel in einem sehr engen Zeitintervall neu rendert. Ich glaube, üblicherweise mit 60 Frames die Sekunde. Das ist aber bei sehr vielen Vektordaten auch schnell mal ein Performance-Problem. Es sei denn, Sie sagen Open Layers, es handelt sich hier eigentlich um relativ statische Daten. Deswegen packen wir das Ganze in eine sogenannte, in einen Image-Layer. Dieser Image-Layer hat als Source einen Image-Vektor und im Image-Vektor ist wiederum eine Source verpackt, die die Vektordaten im TurboJSON-Format abfragt. Wenn Sie so einen Layer konfigurieren, haben Sie eine wunderbare Performance auf der Client-Seite, auch wenn da tausende von Vektorobjekten enthalten sind, weil das Bild, was nachher dann in meinem Browser gerendert wird, nicht jedes Mal neu gerendert wird, sondern als statisch angenommen wird. Ich habe nur noch 2 Minuten. Ich muss jetzt ganz flott machen, damit wir auch noch was von der Demo sehen. Hier noch eine kurze Übersicht. Was hat welche Vorteile wo? Wir haben schon drüber gesprochen. Raster hat Vorteile bei schönen Beschriftungen oder auch bei sehr komplexen und großen Geometrien. Vektoren bringen häufig einfach eine schönere Darstellungsqualität, gerade was auch das Labeling angeht. Wir gehen mal rüber zur Live-Demo. Die können Sie sich in Ruhe auch noch selber angucken. Die ist online auf owsterrestris.de. Der Source Code ist auf GitHub, ist auch hier verlinkt. Das können Sie sich gerne in Ruhe einfach mal anschauen. Und was wir hier sehen, ist halt der globale, weltweite OpenStreetMap-Datensatz ausgeliefert über Tiles-Dash in einer OpenLayers-Karte. Das Ganze gerendert mit auf Basis von dem Stil, den wir auch für unseren WMS verwenden. Und hier werden tatsächlich jetzt nur Vektordaten übertragen. Ich schalte Ihnen jetzt mal gerade den WMS hinzu. Dann können Sie sehen, ich schalte ihn mal an und aus, dass sich hier eigentlich im Wesentlichen nichts tut, außer ein paar Beschriftungen, um die ich mich noch nicht gekümmert habe, von Gebäuden. Aber es sieht im Wesentlichen eigentlich identisch aus. Das heißt, wir haben auf der Client-Seite schon sehr umfangreiche Möglichkeiten für Styling. Und ich zeige Ihnen das nochmal, dass Sie das auch glauben, wenn ich hier hereinzoome, werden die Daten, die übertragen werden, sind ausschließlich diese TopoJSON-Dateien, die hier sehr kompakt auch sind und die letzten Endes mein Kartenbild zusammensetzen. Was man auch schon gut sehen kann, ist, dass ich hier eine Hover-Control von OpenLayers eingebaut habe, die auch sehr performant reagiert. Also da finden auch gar keine Requests mehr statt, die Daten liegen vor. Und das ist einfach nur ein weiterer Hinweis darauf, dass ich hier sehr schön dynamisch mit meinen Daten interagieren kann. Da die Zeit wegläuft, zeige ich Ihnen noch ganz schnell, dass man eben auch dynamisch Objekte verändern kann und man damit wirklich sehen kann, hier habe ich es tatsächlich mit Vektoren zu tun. Ich kann die Karte
im Client einfach stylen, indem ich einen Typ auswähle und sage, den hätte ich gerne andere Farbe zugewiesen, und da kann das auf alle Objektarten anwenden und kriege so sehr schnell zum Beispiel die Möglichkeit, unterschiedliche Stile aufzubauen, die alleine auf der Client-Seite existieren. Und dadurch habe ich auch einen deutlich geringeren Aufwand auf der Serverseite, weil ich mich um Styling gar nicht mehr kümmern muss. Es gibt auch keinen fest vorgegebenen Stil, das heißt, ich habe sehr viele Freiheiten auf der Client-Seite und kann sehr schnell neue Stile schreiben. Und auch das Caching hat bisher für mich gar keine Rolle gespielt, weil ich gemerkt habe, dass in dieser Konstellation mit diesem Software-Stack die Daten so schnell ausgeliefert werden, dass ich eigentlich gar nicht cachen brauche. Das war mir schnell genug, und von daher ist dieser Dienst jetzt einfach so, wie er ist, meiner Meinung nach flott genug, und ums Caching brauche ich mich an der Stelle nicht kümmern, weil das Rendering auf der Client-Seite eben entsprechend performant ist. Wie gesagt, wenn Sie sich das noch anschauen wollen, können Sie das online machen. Hier gibt es noch ein paar Statistiken zu der Anzahl an Features, die gerendert werden. Sie werden sehr schnell merken, dass die Objektzahl extrem nach oben springt. Das ist ein Problem von OpenStreetMap. Wenn Sie weiter rauszoomen und zum Beispiel mehrere Autobahnen gleichzeitig sehen, dann werden da bis zu 100.000 Objekte und mehr gleichzeitig in der Karte dargestellt. Der Browser schafft es immer noch, aber das muss man einfach wissen. OpenStreetMap ist nicht dafür nicht in allen Bereichen dafür ausgelegt, in solchen Zoom-Stufen zum Beispiel sehr performant zu reagieren, weil eben sehr viele kleine Straßensegmente letzten Endes eine große Autobahn aufbauen. Da geht es nicht um Einline-String, sondern wirklich um 10.000 unter Umständen. Das muss man im Hinterkopf einfach haben, dass OpenStreetMap da eben auch Probleme bereiten kann. So, ich glaube, die Zeit ist so langsam durch. Ich müsste gerade jetzt... Nee, ich habe auch nichts. Ich will dich ungern von der Bühne schmeißen. Ich hab's dann auch. Wunderbar. Gut, alles klar, vielen Dank. Dankeschön. So, gibt es denn Fragen? Wenn ja, einmal die Hand heben, dann kommt das Mikro zu Ihnen geflogen. Ganz einmal in die letzte Reihe. Darf ich dir das wieder geben? Was mir jetzt nicht klar geworden ist, den Renderer, haben Sie den selber geschrieben in JavaScript? Nein, das ist wie gesagt OpenLayers 3, wird verwendet und gerendert wird in Canvas. Also man hat in OpenLayers 3 die Möglichkeit, verschiedene Renderer auszuwählen, DOM, Canvas, WebGL. Mit WebGL kann man Vektoren noch nicht in diesem Umfang darstellen. Also zurzeit sind, glaube ich, ausschließlich Punkte implementiert in WebGL, in OpenLayers 3. Und Canvas hat die beste umfangreichste Unterstützung in OpenLayers, und das, was ich wirklich dann mache, ist mithilfe von OpenLayers 3 im Canvas zu rendern. Und was ich verwende, sind ganz einfach die üblichen OpenLayers Styling Methoden. Also da werden OpenLayers Styles gebaut mit Fills und alles so, wie, sage ich mal, in den Dokumentationen auch zu finden ist von OpenLayers. Okay, Wenn Sie das interessiert, wie die Stile sich aufbauen und zusammensetzen, wie gesagt, das ist alles online, können Sie da nachvollziehen. Das ist sehr überschaubar und sehr kompakt und ich denke auch recht gut verständlich. Also das ist dann irgendwie was OpenLayers-eigenes und nicht irgendwie so SLD oder sowas? Oder? Nein, das Styling ist, sage ich mal, selbst ausgedacht an der Stelle, in einfachen JavaScript-Objekten hinterlegt. Wo Sie jetzt gerade nachhaken, werde ich doch einmal kurz aufrufen. Dann müssen wir einmal hier in die Sourcen reingucken. Und ich zeige Ihnen einfach mal für die Straßenstile hier eine Beispieldatei. Wenn ich die gerade auf die Schnelle finde. Ja, hier haben wir eine. Ich weiß nicht, wie gut man das da noch erkennen kann hinten bei Ihnen. Steuern plus, 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 plus. Ich habe einfach in JavaScript mir ein Objekt gebaut, das passend ist zu den OpenStreetMap-Daten, so wie sie auch im POSM nachher später für mich ausliefert, und gehe einfach über die Klassifizierung einer Straße, gehe auf den Typ, schaue, ob der Typ Motorway ist, und weiß dann eben, und das ist das, was mein Stil an der Stelle ausmacht. Ich habe hier eigene Farbwerte eingetragen, eigene Strichstärken und eben weitere Parameter. Und das wird nachher in der Styling-Funktion von OpenLayers verwendet,
und immer gegengeprüft. Es kommt in die Styling-Funktion ein Feature rein. Dieses Feature hat einen Typ. Daran kann ich erkennen, was ist es denn? Ist es eine Brücke? Ist es eine Straße? Ist es eine Nebenstraße, ein Spielplatz? Und dann kann ich an die richtige Stelle in meinem Stil springen, die richtigen Stilwerte auslesen und in den Open-Layer-Stil packen und damit in der Karte anzeigen. Okay, danke. Ja, wunderbar. Oh, doch noch eine Frage. Da gehe ich auch selber hin, das ist nicht so weit. Werden die Features dann in Open Layers wieder zu einem zusammengebaut? Weil wenn es ja, also wenn ein Feature größer ist als eine Kachel, also ein Polygon größer als eine Kachel ist, ja, wird es dann wieder zusammengebaut automatisch, oder? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich die meisten oder wenn ich sogar, ich müsste nochmal nachgucken, wenn ich sogar alle Objekte nicht abschneide an den Kachelgrenzen, weil ich nämlich lieber den Effekt habe, dass ich auch gesamte Objekte habe. Gerade für diesen Effekt, den man hier sehen kann, für dieses Hovering, wäre es sehr nachteilhaft, ständig nur zerschnittene Objekte zu haben. Das ist nicht das, was man will. Und es ist in den meisten Fällen auch wirklich kein Performance-Problem. Es sei denn, man hat zum Beispiel einen Layer mit einer Landesgrenze, das wäre fatal. Wenn man nämlich wirklich nur einen Meter Landesgrenze sieht, aber ganz Deutschland abgerufen wird, kann man sich vorstellen, was passiert. Also das muss man eben klug wählen, aber in der Regel kann ich empfehlen, kann man es auch auslassen, weil es doch mehr Vorteile hat. Ja. Hi, did you try to join the clipped features in the browser? The clipped feature? Yeah, so you have clipped tiles, vector tiles, and so you join the two clipped features in the browser, so you get one feature again, and you get a nice outline. No, that's the thing I already mentioned. Most of the features are retrieved incomplete as a whole. Yeah, I know, but did you But if you clip the features and you receive them clipped, like I've shown in the slide before, there is just an easy fix to make you think it's just one single feature, yes, by removing the outlines of the object. But no, yeah. I didn't really try to move two single objects together. Yeah. It will produce a lot of work, I think, because you have to handle 10,000 or 100,000 of features, and this will become very performance problem. So, das, ja gut, eine halbe Frage schaffen wir noch, ganz schnell. Gibt es denn auf der Client-Seite einen Filter, der dafür sorgt, wenn du das Clipping ausschaltest, dass Objekte nur einmal im Layer vorhanden sind? Der letzte halbe Satz nochmal bitte. Also, wenn du das Clipping ausschaltest, das ist ja das Problem, dass du Geometrien mehrfach lädst. Werden die rausgefiltert, die Feature? Oder habe ich die dann für die Selektion dann eventuell zwei oder dreimal im Bild? Warum sollten die mehrfach drin sein, wenn ich das Clipping ausschalte? Ach so, wegen den, ja, ist eine Sache, über die habe ich erst vor wenigen Tagen nachgedacht. Also das Kind ist auch noch ganz neu. Ist auf jeden Fall ein Problem, da kann man sicherlich noch optimieren. Ich gehe nämlich davon aus, es muss so sein, dass natürlich ein Objekt, was auf zwei Kacheln liegt, sowohl auf der einen Kachel als auch auf der anderen Kachel abgerufen wird und entsprechend da ist. Dafür müsste man sich was einfallen lassen. Da habe ich jetzt keine Hauslösung für.